Oh! Yep, yep, baby! Hast du es jetzt dann, oder? Damit Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video von meinem Kanal. Mein Name ist Pondra, das ist Freddy Kopp und wir ballern heute fett Bankdrücken. Ja. Wer ist der stärkste Naturalathlet? Ich bin's. Ist es heute eine Challenge oder was? Weiß ich nicht, vielleicht. Ich dachte, wir trainieren ganz normal Brust. Wir trainieren ganz normal Brust. Und übrigens vorher, wir mussten auf den Kameramann warten, haben wir schon ein, zwei Sachen erlegt. Zeige ich euch jetzt mal kurz. So Leute, wir sind jetzt schon beim Aufwärmen, ja. Weil der Kameramann lässt auf sich warten. Der Kameramann lässt sich auf sich warten. Ja, hier, und ja, deshalb müssen wir warten und so. Perfekt. Wir wollen aber nicht unbedingt warten. Wir wollen uns keine Stärkung reinknallen deshalb. Natürlich vorbereitet und es wird ein bisschen inhaliert. Ich muss auch sagen, ich nehme nicht oft Booster, aber wenn ich nehme, dann geht's richtig ab und heute ist es soweit. Natürlich nur das Beste vom Besten, Leute. Goat, Koffein plus Ultra Matrix, Oxystorm, Steroide, alles drin. Link ist in der Beschreibung, ist Bescheid. Das Pause geworden. Kriegt übrigens auch zu jeder Bestellung. Reservieren, immer ganz wichtig. Johnny, bist du da? Ich bin am Kacken. Perfekt. Warte, hör mal, warte, vielleicht hörst du einen Vorteil, ne? Lass raus. Wir haben nichts gehört, da kam ein bisschen dünne Kacke. Schade. Wir sehen, wir starten immer. Also ich starte zumindest bei meinen Trinks immer mit Voraktivierung. Deshalb hier zwei Sätze Butterflies. Johnny passt sich dem heute mal ein bisschen an. Mal schauen, ob er dann noch schwächer am Bankdrücken ist. Das ist eigentlich meine Taktik. Warte, vielleicht starten, das machen eine Pro-Bro-Science-Bodybuilder. Ja. Zieht's ja mehr hier rechts. Vorne, zieht's mehr. Hier oben zieht's. Ja, schöner Bizeps hier nachher. Perfekt. Ach, keine Ahnung von Bodybuilding, der Team. Schön. Out. Sieht so aus, als würde es wehtun. Nee, das ist nicht der Held. Ich bin Johnny Cock. Achso, okay. Habe ich vergessen. Ich spüre nur Schmerzen in meinem Anus. Also fällt mir gerade eine passende Szene von Euphoria ein, die ich gestern gesehen habe. Was? Kennst du schon die Serie? Welche? Euphoria. Nee, ich bin nicht schwul. Oh, meine Brust ist jetzt schon krank pumpt. Ist das bei dir? Ja. Kurz noch Abriss. Optimal. Ja, als Naturalathlet reicht ein Einsatz und dann bist du durch. Vor allem, wenn ich vorher schon mit Butterfly gehabt habe, gehe ich sogar manchmal gleich auf 80 oder 100 Kilo. Einfach die Brust eh schon so gut wie ready ist. Nur ein bisschen die Bewegung noch reinkriegen, ein bisschen schief drücken und dann bin ich bereit. Aber meine Brust, geil. Und mal schauen, ob Johnny wirklich so stark ist, wie ich in den letzten Videos gesehen habe, weil er hat schon gute Gains gemacht. Also du warst schon mal bei derselben Kraft, gell? Beim letzten Training, wo ich Bankdrücken gemacht habe, 160 mal 5 im ersten Satz, dann mal 4,5. Also dann habe ich Hilfe gebraucht bei der Hälfte bei der letzten Wiederholung. Und dann habe ich beim dritten Satz 4 und beim letzten 3 mit 160. Durchgehend, also pervers. Aber schön, du. Das Handtuch in dein Arschloch! Gedrückt wird ohne Handtuch. Übrigens früher, ich habe immer richtig scheiße gekriegt, war eine Zeit lang richtig schwach und dann hat Johnny mir mal noch so ein bisschen das Aktivieren gezeigt, ein bisschen auf Powerlifter-Style und dann ging es gut voran. Wie gesagt, er hat keine Ahnung von Bodybuilding bzw. Powerlifting gehabt, deshalb muss ich ein bisschen nachhelfen, also ihm nachhelfen. Und dann bin ich einfach stärker als er geworden. Tja, hat er sich ins eigene Bein geschossen. Nö, nicht stärker als ich, völliger Schwachsinn. Du bist immer noch ein zu schwerer Bastard für dein Bench. Also zum jetzigen Zeitpunkt ist Johnny, glaube ich, auf jeden Fall stärker. Ansonsten im Lockdown haben wir uns ziemlich ähnlich gebettelt. Ja, das war lustig. Ich glaube, im Maximalversuch haben wir sogar gleich für, oder? Ja. Hattest du auch 185? Nee, ich hab 180. Aber beim Wettkampf muss ich erst mal 180 benchen wichsen. Ja, stimmt. Das ist natürlich was anderes. Da darf kein Arsch hoch und so weiter. Jetzt die Frage, mache ich 160 oder 150? Teste ich mich an die 160 heute mal? Du kannst machen, was du willst. Ich gebe dir nur einen Hinweis, lieber noch mal einen Satz, einen Scoop Goat vor dem Satz zu ballern. Weil dann bist du ganz schön neben der Spur und drückst halt auch so 10 Kilo mehr. Jetzt gibt es hier noch ein bisschen Sperma-Action. Damit die hoffentlich auch gut geht. Eins, zwei, drei, komm an Bord. Ja, komm zu Kopf. Push. Richtung Kopf. Richtung Kopf. Okay, aber es war ganz gut. Die 5 wurden zumindest angekitzelt. Und 5 ist tatsächlich mein PR mit 160. Das heißt, langsam ist die Kraft zurück, du. Aber hätte ich ein Scoop Gold noch mehr genommen, gell? Dann wärst du ein ganz schön stabiler Ficker geworden. Vielleicht. Warte mal, alles war drin.
Ich glaube, ich will da noch eine Maximalwiederholung raushauen. Maximalwiederholung? Ja. Ich glaube, ich mache da noch einen mit 180. Versuche ich. Derzeitige PR ist eigentlich 185, aber letztens habe ich 175 einmal gedrückt. Warum machst du nach deinem Satz maximal? Das ist doch behindert, Digga. Cool, ist mich gut aufgewärmt. Fühl mich top? Wieso nicht? Hast du es jetzt dann oder? Willst du noch Kniebandagen drauf machen? Komm, atmen. Schön. Easy. Ja. Einer geht noch. Komm on. Komm. Bizeps. Bitte, komm. Ja. Geil. Oh. Ey, yeah, of course, the muscle, mein König. Wie viele Reps waren das jetzt? 6 2/3? No, this was just 5 Reps, because after the 2 Reps after, it didn't count anymore. Jetzt werde ich gerade von meiner Mutter angerufen, Alter. Ich nehme den Anruf aber jetzt nicht an, tut mir leid, Mama. Tut mir leid. Ich danke jetzt erstmal Mama Überleitner und dann wird hier die 180 Kilo weggedrückt. Hey, buddy, guy the bench 180. Hopp, hast du? Ja. Okay, oh. Push, zum Kopf, zum Kopf. Er kommt. Okay. Schön. Und das nach einem Satz mit 4 Reps oder 5 Reps. Stabil. Die 180 sind gegangen, auch wenn der Arsch ein bisschen oben war. Ich würde mal sagen, ganz schön aus dem Trizeps gedrückt, oder? Wir haben jetzt 170 Kilogramm auf der Hantel. Keine Ahnung, wie ich auf die Trizeps drücke. Das letzte Mal, wo ich 170 auf Reps gedrückt habe. Mein bester Satz jemals in meinem ganzen Leben war ich 19, habe ich 170 mal 6, glaube ich, gedrückt. Aber mit Ellenbogenbandagen, Handgelenksbandagen. Come on. Nein. 2, 1, go! Hops! Ja? Trizeps! Mal ein bitte! Ja. Ich bin gut hochgegangen. Ja, genug Powerlifting gemacht, das gibt's ein bisschen Bodybuilding. 130 Kilo nochmals Back-Off. 11 ist mein PR. Mal schauen, ob heute 12 gehen. Aber meine Brust ist schon gut vorbelastet. 5, 1, 2, 3. Neun. Noch 3, gib mir 3. Ja, gib mir noch 2, die gehen noch, die gehen noch. Ja, gib mir noch 1. Boah, mit Hilfe. Boah, fuck, Alter. Boah, meine Hüfte. Ich dachte kurz, die kollabiert. Ja, okay. Ist wohl bei 11 geblieben, alleine zumindest. 7 im nächsten Gänger. 3, 2, 3. Hat's. Schön. Easy. 2, 3, 4, come on. 5, ab. Embo. Come on. Ich mach die übrigens immer mit kurzen Stopps unterm Kinn, sozusagen Spoto Press. Weil hier ist die Spannung am größten, wenn du ablegst natürlich nicht mehr ganz so. Aber hier größte Muskelfaseraktivierung und irgendwie so ein bisschen Schrägbank drücken, dann das letzte Übung, letzter Satz. Mache ich das einfach gerne. Ich mache hier nämlich nur einen Satz, weil ich ein schwacher Bastard bin und sonst die Regeneration nicht passt, weil ich ja 3-mal die Woche Brust trainiere. Alter, Ficker filmt da hinten, ne? Habe ich gar nicht gemerkt. Das ist ein sneaky Kameramann, aber optimal. First set, last set, best set, you know. Machen noch 2. Ich mache auf jeden Fall einen Satz. Ja, Paul trainiert ja 3-mal die Woche Brust. Ja. Ich 2-mal. Das darf ich mir einen Satz mehr erlauben. Oder 3. Ich muss ja auch stark werden. Gut. Schon ist heiß, ist nur verschwunden. Er kann gar nicht um das Kinn gehen. Gut. Schön. Das Sixte ist schon wieder schwerer, passt. Gell? Push. Ja. Gut, easy, süß, wie das geht, jawohl. Come on. Und auf, Vito. Ja, 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 ja. Kurz die Titten anschauen, warte. Ja, wir trainieren zwar schon eine Stunde, aber wir sind jetzt gerade mal mit Brust durch. Jetzt folgt Schulter, Trizeps, Quadrizeps, Adduktor, Waden. 3, 4, komm mal. 5, komm. 8, komm on. 10, 11, hoch damit. Ja, 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 ja. Okay. Und das sage ich immer wieder beim Multipress, ist richtig geil, hier ans Limit zu gehen, weil man eben gefühlt drückt und so nicht so schnell technisches Versagen erreicht und den Muskel auch nicht zerlegen kann. Ja. Amen. Jetzt beim Schulterrücken muss ich so ein bisschen an Lockdown denken, wo Johnny ein bisschen frei zu Hause gedrückt haben. Oder 120, ich glaube, das ist 120 Kilo sogar gedrückt. War schön. 2, komm mal. 3, schön. Baller. 4, 5, geil, Mann. Hoch. 6, hoch. 9, der macht's alleine. Komm mal. Oh mein Gott, heute wurde genug gedrückt jetzt. Aber vorher bei Bankdrücken und generell bei Schrägbankdrücken habe ich natürlich weniger Sätze gemacht. Ich habe nur 1-2 Sätze immer als Arbeitssatz, damit ich eben trotzdem gut im Training noch performe. Und die restlichen 2 Push-Trainings in der Woche auch noch ordentlich baller. Aber jetzt nochmal Seitheben und dann geht's weiter mit Unterkörper.
greife übrigens absichtlich die Griffe nicht, um meinen Ellbogen trotzdem am obersten Punkt zu behalten, weil so meiste seitliche Schulteraktivierung ist. Dann geht's weiter zum Supersatz. Supersatz. Okay, und weiter zum nächsten Satz. Das war jetzt aber nur Warm-up. Jetzt legen wir richtig los. Oh mein Gott, ich verstehe nicht ganz, wie diese Maschine nicht weiter rangeht. Der Stretch ist jetzt nicht optimal, aber Junge, das knallt rein. Jetzt pump mal hier. Freunde, muss auf andere Schulter auch hauen. Gut, jetzt habe ich bessere Pump. Gut, sieht gut aus. Sauber. Schön. Fuck. Fuck! Okay, Leute, ich würde sagen, wir haben mich jetzt sicher schon lange genug belästigt. Wir noch ein bisschen Trizeps, dann noch ein bisschen Hackenschmidt, ein bisschen Adduktor, ein bisschen Waden. Nächstes Mal zeige ich euch dann übrigens meinen gesamten Trainingsplan. Filme alles genau für euch ab. Wie, wieso, weshalb, warum? Und Johnny, hab mich gefreut, du? Sport gemacht, du? Hast zwei Sätze Beinstrecken, das war's? Ja, weiß doch. Weniger ist mehr. Hier ist weniger mehr. Aller Anfang ist schwer. Also bis zum nächsten Mal. Schaut bei Johnny vorbei. Check den Link in der Beschreibung ab. Die besten Booster, besten Subs und besten Stoff. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Johnny Cockout.